von Trabi Tour Sachsen. Und zwar habe ich hier die Adele und ja, ich habe Fragen. Ja. Was macht ihr? Wir machen eine Woche lang viel Spaß und Freude rund um den Trabant. Wir fahren eine Woche lang oder bieten an, dass man eine Woche lang durch die Landschaft fahren kann mit Strecken von 100, 150 Kilometern, haben einen festen Standort immer, von dem aus geht's los und dann gibt es eben diese Tagestouren 100, 150 Kilometer. Es wird gefahren nach Bordbuch, auch das haben wir hier dabei. Ah, cool, da kann man orientierungsmäßig eben schauen, dass man die Strecke findet. Die Strecke wird dann kontrolliert über Bordkarten, ob man die eingehalten hat. Unterwegs begegnen einen Wertungsprüfungen, zum Beispiel ein Radwechsel nach Zeit, Slalomfahrten, aber auch Spaßprüfungen, indem man zum Beispiel mit Schwimmflossen durch einen Parcours durchlaufen muss. Gummistiefelweitwurf. Okay, klingt jetzt interessant. Also ihr habt ein Basislager, wo man jeden Abend hin zurückkehrt. Genau. Und wo es losgeht, mit Zelt oder habt ihr Hütten oder was habt ihr da? Nein, das Basislager ist jeweils in Jugendherbergen. Ah, okay. Also dieses Jahr zum Beispiel in der Jugendherberge Johann Georgenstadt. Ja. Nächstes Jahr steht es auch schon wieder fest in Bad Lausick. Übernächstes Jahr wäre es dann in Schöneck. Also geht immer von einer Jugendherberge aus, wo man dann an dem Tag startet und hoffentlich auch wieder ankommt. Ja. Und wann ist denn dieses Jahr der Termin geplant? Die also 8. bis 15. 8. bis 15. Juni, genau. Okay. Ist dieses Jahr der Termin. Okay, danke erstmal für die Infos. Bitteschön. Von Trabantwelt. Das ist natürlich ein Zulieferer für Trabi-Ersatzteile, den jeder Trabi-Fahrer eigentlich kennt. Man kommt nicht drum rum, irgendwann im Trabi-Leben was bei euch zu bestellen, würde ich mal sagen. Und entdeckt habe ich jetzt hier für die alten Vergaser den Kunststoffschwimmer. Kannte ich bisher noch nicht. Seid ihr da drauf gekommen oder? Das war ja eigentlich eine Idee, wenn man sich jetzt zum Beispiel hier auch die Dichtung vom Benzin anschaut, da hat man ja auch ein Material sich überlegt, was den ganzen Resistenz gibt und da haben wir dann gesagt, Mensch, das können wir auch aus Kunststoff machen. Das ist eigentlich so entstanden, der Chef hat das irgendwann mal ins Leben gerufen. Ja. Genau.
Und die saufen dann praktisch nicht mehr ab, weil sich da das Sprit nicht mehr reinfrisst. Genau. Wir halten konstant einen Pegel und dann passt das. Ne? Manche sagen halt, der ist ein bisschen schwerer. Da gab es dann den Tipp, wenn wir Gewicht reduzieren wollen, dass wir sagen, okay, man muss das halt ein bisschen abgeschliffen werden. Das wird aber auch gut, okay, vielleicht probierst du das Teil ja demnächst mal aus. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Trabi. Jo. Verrückt. Was hat denn der mit dem Trabi am Hut? Wie ist denn dazu gekommen? Idee war von der Trabi Niedermark Kleberg. Und wir hatten Kolani 2001 gefragt, wie er aus heutiger Sicht unter Verwendung der alten Substanzen Trabi vorstellen kann. Daraus ist die Schnauze entstanden. Es sind zwei verschiedene Prototypen damals entstanden. Mit Panoramascheibe und mit normaler Scheibe. Das wäre jetzt mit der normalen Scheibe. Und 2003 ist dann Fahrzeugbau Spitzer dazugekommen. Die hatten dann ein Jubiläum und wir haben innerhalb von 93 Tagen Spitzer LKW gebaut. Coole Sache. Wenn man jetzt verpasst hat, dieses tolle Auto hier zu bewundern, gibt es denn eine Chance, das irgendwo anders zu sehen? Nein. Okay, also dann nächstes Jahr Trabi & Friends wieder hier dabei? Garantiert. Wenn wir eingeladen werden als Verein, garantiert. Gut, vielen Dank.